Nichts ist so erlabend wie ein Elternabend. Und gar nichts macht mich strahlender als die Aussicht im Kalender. Nichts ist so gewaltsam, nett und unterhaltsam. Und wer das nicht kennt, der hat sein Dasein echt verpennt. Es macht froh zu fragen, schön ist's was zu sagen. Klassenzimmer, Luft erhitzen, auf zu kleinen Stühlen sitzen, Interesse kundtun, man setzt sich ins Halbrund nun und einer schreibt ein Protokoll, so wie es sein soll, voll. Eine Tagesordnung habend, kommt der Elternabend, zu Punkt 1 ein wenig später, die Wahl der Elternvertreter. Jetzt heißt es sich ducken, sich totstellen, nicht aufmucken, bis es einen anderen getroffen hat, das ging ja noch mal glatt. Anwesenheitsliste, da und Vermisste, die Hand unterm Tisch wandern lassen, in alte Pausen Brote fassen, reden, schwafeln, stammeln, für die Klassenkasse sammeln und alle fassen den Beschluss, dass was geschehen muss. Dann wird es hochtrabend auf dem Elternabend. Der Lehrkörper erklärt die Logik und den Sinn der Pädagogik. Hier ein Kichern, da ein Gähnen, da pult einer in den Zähnen. Alles schläft und einer spricht genau wie einst im Unterricht. Das Beste kommt zum Ende, nämlich die Elternspende. Dann der Höhepunkt, Verschiedenes, Unnötiges, Unterbliebenes. Und einer sagt ganz richtig, wir Eltern sind sehr wichtig. Da spart keiner mit Applaus und dann ist der Elternabend aus. Nichts ist so erlahmend wie ein Elternabend. Das Schönste am Kinderhaben ist abends in die Schule traben. Wenn ich mit Freizeit meine Zeit vergeude, zähl ich noch lange von der Freude und von der Hoffnung, die mir keiner nimmt. Der nächste Elternabend kommt bestimmt.